Mein Name ist Elisabeth Huber-Pöppelbaum. Ich bin seit 2004 im Diakonissenkrankenhaus und seit 2012 habe ich die Leitung der Personalabteilung übernommen. Wir sind ein Team von 10 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen hier in der Personalabteilung und für ca. 1250 Beschäftigte zuständig. Wir betreuen die Mitarbeiter in allen personellen Angelegenheiten, sei es aus dem ärztlichen Dienst, in der Verwaltung, Hauswirtschaftsdienst, im therapeutischen Bereich oder im Sozialdienst. Warum arbeite ich im Diakonissenkrankenhaus? Das Diakonissenkrankenhaus hat für mich eine überschaubare Größe. Ich kenne viele Mitarbeiter, natürlich nicht alle. Auch die Führung in einem christlichen Krankenhaus bedeutet für mich sehr viel. Verantwortlichkeit der Mitarbeitenden müssen anerkannt werden und ihre Motivation ist zu stärken. Neulich habe ich eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft gelesen und folgenden Beitrag entdeckt. Die Arbeit in Deutschland ist deutlich besser als ihr Ruf. 9 von 10 Arbeitnehmern hierzulande sind mit ihrer derzeitigen Arbeit vollauf zufrieden. Dabei sind Aspekte wie Arbeitsplatzsicherheit, höheres Gehalt oder weniger Stress für viele Beschäftigte weniger wichtig. Für die Arbeitszufriedenheit spielt vielmehr der Chef eine besondere wichtige Rolle. Wenn Führungskräfte ihre Mitarbeiter auch nur gelegentlich unterstützen, steigt der Anteil der zufriedenen oder sehr zufriedenen Mitarbeiter bereits auf über 93%. Diese Unterstützung erfahren hierzulande aber nur knapp 70% der Befragten. Die Unternehmen haben diesen Nachholbedarf erkannt. In knapp der Hälfte der Firmen sind spezielle Programme zur Führungskräfteentwicklung inzwischen fester Bestandteil der Personalpolitik. So auch im Diakonissenkrankenhaus. Darum arbeite ich.